Morgen, Leute. Wir haben das jetzt 9 Uhr. Ich werde jetzt meine Hütte verlassen. Und heute habe ich den weitesten Weg vor mir. Letzter Tag, wo ich eigentlich gut im Arsch bin, habe ich noch mal knapp 46 Kilometer vor mir. Mal gucken, ob ich das auch so durchziehe oder ob ich noch eine kleine Nacht zwischenschiebe. Aber ich bin motiviert und ich glaube, ich kriege das schon irgendwie hin. Okay, ich dachte, die Anfangsmeter werden jetzt ein bisschen fieser. Aber meine Füße gehen eigentlich. Also ich merke es schon ein bisschen. Aber ich habe mich heute Nacht anscheinend ganz gut erholt. Es soll heute leider auch noch ein bisschen regnen. Aber zum Glück habe ich meine Regenjacke und meine Regenhose dabei. Damit sollte das eigentlich gehen. Ich werde die Kamera immer zwischendurch mal rausholen. Ein paar kleine Updates geben. Aber jetzt wird erstmal ein bisschen Strecke gemacht. Ich bin hier gerade bei einer Skisprungschanze angekommen. Hier vorne geht noch so eine Sommerrodelbahn runter. Ist echt ganz cool gemacht. Mal gucken, ob ich die Schanze noch ein bisschen besser sehen kann gleich. Aber der Berg hier hoch ist gar nicht so unanstrengend. Aber ich habe es gleich geschafft. Das ist übrigens die St. Georg-Schanze. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber sieht auf jeden Fall mächtig aus. Und vor allem sehr steil. Und dann einfach da unten ins Tal fetzen. Junge, hier ist sogar noch eine zweite Schanze und hier sieht man mal ganz gut, wie steil das abgeht. Von da oben fahren sie runter, hier diese Bahn entlang und da unten wird dann abgesprungen. Da ich gerade eh durch die Stadt laufe, war ich jetzt nochmal schön beim Bäcker. Hab mir nochmal ein belegtes Brötchen geholt und ein Croissant und eine Käselaugenstange. Dann habe ich gleich ein bisschen mehr Proviant für unterwegs. Mal ein bisschen was anderes vor allem. Nicht immer nur Müsli-Riegel und Eiweißriegel. Ja, gleich geht's wieder dann in die Natur. Raus aus der Stadt. Das sind immer nur ganz kurze Aufenthalte in der Stadt. Aber auch mal ganz schön, ein bisschen abwechslungsreich hier. So, die ersten 14 Kilometer oder knapp über 14 Kilometer sind geschafft. Meine Füße bringen mich jetzt schon um und ich habe einfach noch 32 Kilometer vor mir. Das wird die Hölle werden. Ich werde jetzt erstmal was essen. Ich habe mir vorhin noch ein bisschen was beim Bäcker mitgenommen und danach geht es dann auch straight weiter. Mein Ziel ist es auf jeden Fall noch vor 23 Uhr bei meinem Auto anzukommen, weil Meckes hat bis 0 Uhr auf, dann schaffe ich es da noch hin. Dann kann ich wenigstens einmal in Ruhe noch mal was essen, muss mir nichts kochen heute Abend. Da freue ich mich drauf. Oh. Das sind echt nur die Füße, die so wehtun. Und die Wade. Die Wade, die rechte, merke ich auch extrem. Ich habe sie schon zwischendurch immer mal gedehnt, aber hat nicht so viel gebracht. Da war eben ein Schild, dass ich noch 25,4 Kilometer habe. Meine Füße bringen mich aber so um. Also ich bin echt mal gespannt, ob ich das heute schaffe an einem Tag noch. Wir haben das jetzt mittlerweile auch schon halb vier, glaube ich schon. Ja, genau, halb vier jetzt. Junge, ist das anstrengend. Beziehungsweise tut das weh. So, das Gehen an sich gar kein Problem, aber die Füße tun wirklich von den Zehenspitzen bis zur Hacke komplett weh. Und ich bin eigentlich echt kein wehleidiger Mensch, aber das ist schon doll. Ich mache jetzt in ca. 600 Meter noch eine kleine Pause. Da bin ich bei dem nächsten Checkpoint und dann geht's weiter. Und dann hoffe ich, dass ich das heute noch schaffe. Mal schauen, ob der Regen noch kommt. Nebel ist auf jeden Fall da. Eigentlich sollte es schon regnen, aber bis jetzt kam nur ab und zu mal so ein paar Tropfen runter. Kann auch gern so bleiben.
Regen muss jetzt nicht unbedingt sein am letzten Tag. Das wird mich ein bisschen demotivieren. Vor allem, ich habe keine Lust, meine Regenhose anzuziehen. Da kommt so gar keine Luft durch. Da schwitze ich so extrem drunter und da habe ich echt keine Lust drauf. Jetzt bin ich gerade in Jogginghose unterwegs. Das geht noch. Aber ja, mit dieser Regenhose kann es komplett vergessen. Hier wird der Nebel immer dichter. Das heißt, es wird auch gleich ein bisschen kühler. Aber ich habe noch nicht beide Schichten an. Die Fließjacke ist noch in meinem Rucksack. Also wenn notwendig, kann ich mich noch ein bisschen dicker anziehen. Oh, scheiße. Das ist immer das erste Gipfelkreuz, was ich sehe. Ich bin jetzt hier auf dem Langenberg. 843 Höhenmeter. Ist jetzt an sich nicht mega hoch. Aber dadurch, dass es jetzt die ganze Zeit auf und ab geht, ist das anstrengend genug. Da muss es nicht noch höher sein. Jetzt hat es dann doch auch mit dem Regen angefangen. Ich habe gehofft, dass es nicht mehr passiert, aber naja, war von auszugehen. Bei dem Wetterbericht stand echt ein paar Stunden Regen heute. Da habe ich eigentlich Glück, dass es erst so spät angefangen hat. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass es nicht zu doll wird. Dass es so entspannt bleibt, wie es jetzt gerade ist. Vielleicht auch nur ein paar Schauer sind. Aber die Füße gehen gerade wieder. Bisschen besser zumindest. Ich bin mittlerweile in Bruchhausen angekommen. Wenn ich Glück habe, schaffe ich das noch im Hellen zu den Bruchhausener Steinen. Die sollen ganz schön sein. Also ich denke mal, ich werde die auch nach Sonnenuntergang noch relativ gut sehen. Ich hoffe, ich kriege sie dann auch auf die Cam rauf. Aber das schaue ich mal. Dürfte nicht mehr allzu weit sein bis dahin. Aber ein paar Kilometer sind es noch. Aber ich habe auf jeden Fall die 20 Kilometer Marke geknackt. Es dürften jetzt ab hier nur noch so circa 18 Kilometer sein. Und dann habe ich es endlich geschafft. Ich denke mal, das sollte ich heute hinkriegen. Schön ist ja, wenn man nach jeder kleinen Pause immer erstmal wieder humpelnd anfängt loszugehen. Oh, es tut so weh. Muss ich erstmal immer wieder einlaufen. Dann geht das. Das ist gerade mein Gehtempo. So komme ich nicht sehr schnell voran. Ich habe es jetzt nicht mehr so weit bis zu den Steinen, also bis zu dem Bruchhausener Stein. Das motiviert auf jeden Fall schon mal, so ein kleiner Zwischenstopp. Also ich werde da keine Pause machen, ich werde nur noch mal ein Bild machen und alles, aber ja, dann habe ich nachher auf der Karte schon so einen Wegpunkt, ab dem es nur noch 14 Kilometer sind. Und dann ist es bald soweit. Dann ist der Weg bald vorbei. Jetzt fängt das auch noch an, wieder leicht zu regnen. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht, dass noch Regen angesagt war. Ah, das ist doch was Schönes. Regen. Aber ich habe eben ein Schild gesehen. Es sind nur noch 15 Kilometer. Das ist machbar. Und ich bin mir leider nicht sicher, ob man die Bruchhausener Steine überhaupt noch sehen kann. Weil bis jetzt sehe ich hier nur Wald. Man kann gar nicht ganz hoch gucken, weil normalerweise sollen die Bruchhausener Steine jetzt rechts von mir sein. Und da sieht man original das. Deswegen hoffe ich, dass noch ein Punkt kommt, wo man wenigstens noch mal durchgucken kann. Durch den Wald. Weil die würde ich schon gerne mal sehen. Man wird auf der Kamera leider nicht viel erkennen können. Aber da hinten schimmern die Bruchhausener Steine so ein bisschen durch. Ich hätte mir auch echt gewünscht, dass mehr von diesen Felsformationen auf dem Weg liegen. Aber das war tatsächlich die erste richtige Felsformation, die ja, auf dem kompletten Weg lag. Was ich ein bisschen schade finde. Aber naja. Oh, hier auch nochmal richtig schön zum Abend. Sonnenuntergang. Dazu noch ein schöner Regenbogen. Kühe hier im Vordergrund. Das ist wunderschön nochmal zum Abend. So Leute, jetzt könnt ihr ihn noch mal ganz sehen, beziehungsweise beide. Einen sieht man sogar noch schwach drüber.
Oh, wie wunderschön, jetzt nochmal zum Abschluss der Tour sowas zu sehen. Damit habe ich jetzt so gar nicht gerechnet. Das ist traumhaft. Das ist so traumhaft. Auch da hinten mit dem Sonnenuntergang, wie hier alles am Leuchten ist, da gerade richtig, richtig schön. Und dann diese zwei riesen Regenbögen. Das ist schon traumhaft. Da hinten in der Ferne, jetzt genau mittig im Bild, kann man noch mal die Bruchhausener Steine sehen. Das waren nur noch die Silhouetten, aber sieht auch von hier wunderschön aus. Dann auch schön mit dem Sonnenuntergang, den Abendhimmel im Hintergrund, hat schon was. Also die letzten Kilometer sind einfach noch mal am anstrengendsten. Das geht einfach so steil bergauf. Oh. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Oh Mann, ich hoffe, ich bin bald beim Auto. Aber dafür ist die Aussicht hier nochmal mega schön. Aber auch gut windig hier oben. Noch 3,3 Kilometer. Es ist so ein schönes Gefühl zu wissen, dass gleich einfach so ein schönes Maggis-Menü auf mich wartet. Ich habe einfach so Hunger, ey. Das ist unglaublich. Und ich kann auch nicht mehr. Endlich ist es soweit, Leute. Hier steht er. Ich bin endlich angekommen. Junge, ich bin auch so im Arsch. Die letzten 2 Kilometer waren der Horror gerade. Ich musste noch ein bisschen durch die Stadt latschen und der Boden ist einfach so hart. Puh. Oh Gott. Es ist jetzt mittlerweile 10:30. Ich kann gar nichts mehr. Ich bin so froh, wenn ich gleich was essen kann, aus meinen Klamotten raus kann, meinen Rucksack endlich ablegen kann und dann später nachher pennen kann. In meinem Auto habe ich wenigstens mal eine Matratze. Sollte ein bisschen bequemer sein. Oh, ich bin so fertig. Ich habe jetzt für 156 Kilometer 3,5 Tage gebraucht. Das hätte ich vorher gar nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ich habe mir eigentlich 4 bis 5 Tage so als Ziel genommen. Jetzt sind es 3,5 Tage geworden. Also wurde echt positiv überrascht. Oh. Aber dementsprechend geht es mir auch. Ich habe mir für morgen noch ein Hotel gebucht. Oder so ein Gasthaus, so ein Landgasthaus, wie auch immer. Dann werde ich da erstmal schön in Ruhe duschen. Ein bisschen entspannen. Und einfach mal die Seele baumeln lassen. Ja, mein Fazit von der Tour. Es gab echt schöne Abschnitte, teilweise echt schöne Aussichten. Leider bis jetzt aber auch der langweiligste Fernwanderweg, den ich je gemacht habe. Ich habe aber auch erst 3 gemacht. Einmal den Harzer Hexenstieg, den habe ich ja auch auf YouTube. Und den Malerweg bin ich mal gelaufen mit 120 Kilometern. Der war jetzt aktuell der längste mit 156. Aber leider halt wirklich der langweiligste. Finde ich relativ schade. Es gab halt, ja, es sah halt alles relativ ähnlich aus, sage ich mal. Auf den anderen Wegen hat man doch deutlich mehr Abwechslung, vor allem so mit Felsformationen und dies und das. Im Harz, gut, im Harz vielleicht jetzt nicht so krasse Felsformationen, aber war auch ein bisschen abwechslungsreicher mit ein paar Seen zwischendurch. Die hatte man hier auch nicht. Felsformation war jetzt ganz am Ende, die hatte ich leider nur im Dunkeln. Ja, dadurch ein bisschen schade. Aber trotzdem ganz schöner Wanderweg. Die letzte Etappe, beziehungsweise theoretisch die erste Etappe, wenn man aus Brilon losläuft, ist, glaube ich, die schönste. Also wenn man sich irgendwas vom Rothaarsteig mal gönnen möchte, dann die erste Etappe von Brilon bis nach, oh, ich weiß gar nicht, wie die Orte da heißen. Auf jeden Fall die erste Etappe. So, Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Abenteuer. Haut rein. Wir rauchen und nix, Trick hoch hinauf zum